Alles wird gut. Ganz bestimmt. Ich verspreche es dir. Tja, Olli Ebert. Das war's dann wohl. Sind die immer so? Manchmal. Na, was ist? Ich kann nicht, wenn die da draußen rummachen. Schlimm? Nee. Wir haben ja noch so viel Zeit miteinander, hm? Ich wollte dich einfach nur überraschen. Oder soll ich lieber wieder gehen? Nicht weinen, hm? Ich meine ja gar nicht. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Es ist so furchtbar in der leeren Wohnung. Ich hab dich so vermisst. Ich hätte dir sagen sollen, dass ich dich brauche. Ich hab gedacht, du würdest es von alleine merken. Ich war so blöd. Tinker, ich wollte doch einfach nur mein Ding durchziehen. Aber eins glaub mir, wegen keinem Job der Welt lasse ich dich allein. Ich Trottel muss auch noch nach Frankreich, dass ich das kapiere. Der Ring ist weg. Verlobung aufgelöst? Nein. Nur abgelegt unter Peggy Papierkorb. Gibst du mir noch eine Chance? Darf ich? Kommst du noch mit einen Kaffee trinken? Nee, du, ich muss noch ein paar Sachen besorgen für Theresa. Ich darf sie ja morgen endlich mal besuchen. Schade. Das mit Tinker macht dir immer noch zu schaffen. Ach komm, die fängt sich schon wieder. Die braucht nur ein bisschen Zeit. Wenn sie sich bloß nicht so vergraben würde, das macht mir richtig Angst. Ja, dann red doch einfach mal mit ihr. Am besten gleich. Also, ich gehe lieber. Tschüss. Hallo, Tinka. Das mit gestern, Mama, das tut mir wirklich leid. Schon gut. Ich war enttäuscht. Ich hätte es nicht an dir auslassen dürfen. Bist du also nicht mehr böse? Böse? Nein. Ich habe mir nur Sorgen gemacht um dich, Tinka. Möchtest du dich einen Moment zu mir setzen? Ich wollte sowieso einen Kaffee trinken. Ich habe mich ziemlich bescheuert benommen. Ich bin froh, dass wir uns jetzt getroffen haben. Und jetzt macht ihr keinen Kopf mehr, hm? Ich weiß nicht, wie ich die Woche überstanden hätte, wenn Olli in Paris geblieben wäre. Olli ist wieder da? Wie es aussieht, war ich ihm wohl doch wichtiger. Ich glaube, du hast mit ihm einen richtig guten Fang gemacht. Obwohl Kalle und ich am Anfang ja nicht so begeistert waren. Oh Gott, er konnte machen, was er wollte.
Alles wurde ihm prompt als Angeberei ausgelegt. Er ist aber auch in jedes Fettnäpfchen getreten, in das man nur treten konnte. Besonders bei Kalle. Da hat er doch alles nur gut gemeint. Zum Beispiel, als er mit dem Riesenberg Delikatessen von dem Feinkostladen zum Frühstücken angerückt ist, weißt du noch? Aber du musst zugeben, wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass er in Ordnung ist, oder? Babs konnte ihn zum Schluss richtig gut leiden. Er hat eben gemerkt, dass er dich wirklich gerne hat. Weil ich mir da manchmal gar nicht so sicher war. Ach, jetzt red nicht. Der Junge hat deinen Namen an dir gefressen von Anfang an, das sieht man doch. Jetzt hat er auch noch seinen Job in Paris platzen lassen und das nur deinetwegen, also wirklich. Wenn das kein Liebesbeweis ist. Ja, ich weiß. Da geht ihm doch auch eine Menge Geld flöten, oder? Das kann schon sein, aber im Moment muss er sich in der Beziehung ja Gott sei Dank keine so großen Sorgen machen. Er hat doch so viel Kohle von dem Briefmann. Außerdem hat er bestimmt schon wieder zig Angebote. Denke ich jedenfalls. Ja, und? Kaffee. Hä? Bitte. Diese Scheißkerle. Ich glaub das einfach nicht. Und diese blöde Zeitung hat für so eine Meldung gerade mal 3 Zeilen übrig. Krieg ich bitte auch einen Kaffee? Bitte. Danke. Danke. So gehört sich das. Schon wieder ein Anschlag auf Ausländer. Ich kapiere einfach nicht, dass sie diese Typen nicht in den Griff kriegen. Ich auch. Bei den vielen Leuten, die auf rechte Parolen abfahren, das sieht man doch immer wieder bei den Wahlen. Bist du ein Croissant? Nee, danke. Übrigens, Maike, wir wollten Björn gestern nicht vertreiben. Ja, wäre sowieso gegangen. Er hatte heute früh ein paar wichtige Termine. So, jetzt pack die Zeitung zusammen. Die Heiratsannoncen kannst du auch später noch lesen. Hey, wo ist mein Kaffee? Entsorgt. Und wenn du jetzt nicht gleich aufstehst, zieh ich dir die Hammelbeine lang. Bist du ungemütlich. Wir sitzen eigentlich seit einer Stunde schon im Auto. Aber mit dem Vibe kommt man ja nicht los. Und fahrt weg? Zu einer Sportmesse. Aber wir sind morgen früh wieder da. Erste. Kunststück. Tschüss. Hi. Hi, hallo. Mike hallo. Ist drin. Ihr geht schon? Und tschüss, bis morgen. Ciao, bis morgen. Na? Hallo, mein Engel. Gut geschlafen? Bist du sehr enttäuscht? Ach, Quatsch. Außerdem, heute haben wir sturmfreie Bude, oder? Habe ich da was missverstanden? Heute Nacht wird uns nichts und niemand stören. Ja? Kleine Stärkung? Lecker. Vorsicht, heiß. Echt italienisch. Minestrone. Mit Parmesan. Damit ziehen die Italiener ihre Kinder groß. Hast du die selbst gekocht? Na, ich werde dir doch keine Bäckchensuppe vorsetzen. Du, das ist mit uns nicht so ganz glücklich gelaufen in der letzten Zeit. Wir haben einfach zu wenig miteinander geredet. Wenn wir das lernen, dann finden wir auch einen Weg miteinander, denke ich. Tut mir leid, dass ich das jetzt erst kapiere, nachdem... Ich will nur, dass du glücklich bist. Und du versprichst mir, dass du nie wieder wegen so einem blöden Kerl versuchst, dich aus dem Staub zu machen. Hörst du? Versprich mir das. Das war nicht wegen irgend so einem blöden Kerl. Er ist das Liebste, was ich habe. Ich wollte dich wirklich nicht so anlassen. Es ging mir nicht gut in den letzten Tagen, entschuldigt. Du hast dich doch schon entschuldigt. Echt? Ja, dann mache ich das ihm nochmal. So schlimm war es auch wieder nicht. Gut dann. Cheers. Auf unsere unvergesslichen Versöhnungen. Also es kann ja sein, dass ich wieder in den Fettnapf trete, aber... Aber was? Ist das Ding nicht viel zu warm?
Also es ist zu groß und es sieht absolut ungeil aus. In einem anderen Teil sehe ich auch nicht besser aus. Jetzt kommt Björn ist wieder da und es verknallt in dich bis zum Hahnsatz und du läufst in so einem Sack rum. Was ist eigentlich los mit dir? Wieso? Björn hat noch nie was gegen meine Klamotten gesagt. Er kennt dich ja auch nicht anders. Was soll ich denn sonst anziehen? Was du da anhast, gibt's wahrscheinlich nur in Größe 36. Wie würde das denn aussehen bei mir? Auf jeden Fall besser als das. Ein bisschen verführerischer könnte es auch sein. Und etwas, das man ganz schnell ausziehen kann. Komm, hör auf. Was gibt's denn da zu tuscheln? Nichts für kleine Jungs. Schade. Wie willst du denn sonst mit ihm schlafen? Nackt findet er mich bestimmt oberhässlich. Ach nee, was redest du dir denn immer für einen Müll ein, hä? Du hast eine Wahnsinnsausstrahlung, du hast Haare wie eine Brasilianerin und du hast eine super Stimme. Kann doch nur neidisch sein. Und du bist intelligent. Willst du lieber aussehen wie Barbie, die nichts in der Birne hat? Du bist eine super Frau und das hat wirklich jeder begriffen. Nur in deinen störrischen Schädel will das nicht rein. Das Problem ist, dass Björn... Nein. Du bist das Problem, nicht Björn. Er wäre nicht mit dir zusammen, wenn er keine Lust auf dich hätte. Hey, sag mal, könntest du für uns die Zeche übernehmen? Wir sind in einer halben Stunde wieder da. Aber keine Minute länger, ja? Pack deinen Krempel, wir gehen einkaufen. Du wirst sehen, du wirst dich danach viel besser fühlen. Jutta hier, hallo. Was für ein Jutta? Jutta aus Eschweiler. Ah, so ja, Jutta, Dach. Ist Livia da? Ja, aber sie schläft gerade und ich will sie jetzt nicht wecken. Ihr wundert euch sicher, wo sie bleibt, ne? Ich verstehe nicht. Sie hat sich eine Grippe eingefangen, deshalb konnte sie nicht kommen. Livia wollte doch kommen? Ja, vorgestern. Schön, dass man das so zufällig erfährt. Typisch Livia. Vorgestern hat sie mich extra angerufen und mir gesagt, sie kommt nun doch nicht. Immer dasselbe mit ihr. Sie weiß auch nicht, was sie will. Ja, wahrscheinlich soll das eine Überraschung werden, ne? Und, kann ich was ausrichten? Ich brauche dringend eine Telefonnummer von ihr. Ich will sie jetzt wirklich nicht wecken. Kannst du sie später noch mal anrufen? Du kennst nicht zufällig eine Eva Breitmann. Nö. Aber da liegt Livias Tasche. Warte mal, vielleicht ist ihre Nummer in ihrem Kalender. Moment. Hallo? Ja? Breitmann Eva 04987-34196. Mm, super, danke. Grüß Livia von mir. Tschüss. Keine Ursache. Ist schon weg? Ich soll dir ausrichten, dass er gleich wiederkommt. Da wollte sie nur kurz mit jemandem treffen. Ach so. Auch eine? Ja. Und ich sagte, das mit Paris, das war ein reiner Glücksfall. Aber das Geschäft läuft jetzt nicht so schlecht. Ja, das kannst du laut sagen. Jetzt sitze ich schon gut 6 Wochen total auf dem Trocken. Ich bin schon so weit, dass ich jeden Scheiß machen würde, sag ich. Mach das bloß nicht. Leicht gesagt. Kannst du mir nicht eine gute Agentur empfehlen? Wie sieht's denn bei deiner aus? Ja, soweit ich weiß, ist die voll, aber ich kann ja mal anrufen. Und dann kannst du es noch bei denen hier probieren. Okay. Die sind okay. Die sind alle okay. Vielleicht hast du Glück und kommst bei einem von denen unter. Und die Kohle? Das Übliche. Zwischen 10% und 20% kriegt die Agentur. Dann brauchst du dich aber um keinen Schreibraum mehr kümmern. Ja. Stimmt. Mit wem flirtest du eigentlich die ganze Zeit? Ach Gott. Sitzt da die ganze Zeit und sagt nichts. Ich
Ich wollte dich nicht stören. Ja, aber meinem Freund den Kopf verdrehen. Ich bin Conny. Hi. Hi, Tinker. Ich glaube, ich bringe sie jetzt mal ein bisschen Sicherheit vor dir. Schade. Dann war sie also der Grund. Der Grund wofür? Hab ich nämlich schon gefragt, wie man so blöd sein kann, so einen Bombenjob einfach schmeißen. Also für den Fotografen wäre ich auf den Knien nach Paris gerutscht. Aber nun ist mir natürlich manches klar. Man muss eben wissen, was einem wirklich wichtig ist. Hallo. Hallo, Maike. Weißt du eigentlich, was hier los war? Das Telefon hat gar nicht mehr aufgehört zu klingeln. Deine Sendung über die Schlankheitspillen war der Renner. Wir machen eine Fortsetzung. Das steht schon mal fest. Linda, eigentlich wollte ich Fieber. Mensch, Maike, so wie das ankommt, dann müssen wir am Ball bleiben. Unbedingt. Dann musst du das machen. Ich habe keine Lust mehr. Hey, was ist denn los? Du hast das total super gemacht. Die Leute wollen dich hören, nicht mich. Noch eine, okay? Ich kann das Thema nicht mehr hören, ja? Es gibt doch wirklich Wichtigeres, als immer nur über Äußerlichkeiten zu reden. Und an was hast du da so gedacht? Rechtsradikalismus. Darüber quatscht doch inzwischen jeder. Ja, eben. Jeder quatscht darüber, aber ernsthaft diskutiert wird das Thema nur sehr selten. Wir machen eine richtig ordentliche Sendung darüber. Mit gut recherchierten Fakten und so. Also, was ist? Okay. Sieht ja richtig profimäßig aus. Kein Auftrag, nur Paris. Shit. Gib mir mal ein paar von den Schellen, bitte. Ich kapiere das einfach nicht. Ach, Mädel, das ist doch keine Schelle. Da rechts von den Dingern da. Ja. Ist ja auch egal. Ach, noch ein paar Dichtungsringe. Wie? Hm? Gestern Nachmittag war Mama wirklich scheiße drauf. Und das hat man auch gemerkt, aber... Noch ein paar. Aber wie ich dann abends bei ihr war, da war sie eigentlich ganz normal drauf. Sie hatte sich richtig für die Abreise zurechtgemacht. Zurechtgemacht? Wann war das, sagst du? So gegen 6:30. Das ist es ja, was mir nicht in den Kopf will. Ich habe noch gedacht, na also, jetzt ist sie doch drüber weg. Und kurz nachdem ich weg war, muss sie dann die Tabletten genommen haben. Ich meine, ich hätte doch irgendwas merken müssen. Jetzt red du dir noch ein, du wärst schuld. Na Gott sei Dank geht's ihr wieder besser. Merlin? Ich bin im Laden, ja? Tschüss. Ja. Tschüss! Merlin! Ja. Sag mal, wann wollte ich vorgestern zu Hause sein? 7:00, aber kam ja noch der Wasserrohrbruch. 7:00. Sicher? Ja, das war doch wegen ihrer Lebensgefährtin, der Tabes. Meister. Was soll denn das sein? Wieder eine kleine Rausschmeißaktion? Ja. Tinker, ich dachte, wir schauen uns heute Abend ein Video an, aber... Vergiss es. Die Fahrkarte nach Paris? Ich ruf schon mal das Taxi. Warum? Ich habe nicht das Recht, deine Karriere zu ruinieren. Tinker, aber ich hab... Jetzt guck nicht so. Ach, außerdem... Und was außerdem? Ich fahr mit. Da ist noch eine Fahrkarte drin. Nein. Du fährst wirklich mit. Du bist der Wahnsinn, du bist der Wahnsinn! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich hab's sonst verpasst. Hier, den Zug.
Oh. Das du mir büßen. Bei so einer Strafe beiß ich dich öfter. Sag mal, ist der nicht ein bisschen heiß? Müssen wir das vielleicht rausziehen? Du bleibst einfach den ganzen Abend hier sitzen und ich küsste immer auf dieselbe Stelle, ja? Mehr brauche ich ja gar nicht. Hm? Maike, du bist traumhaft schön. Tinka hat mich dazu überredet. Du siehst echt toll aus, Maike. Ich sehne mich so nach dir. Ich glaube, ich brauche ein Wasser. Willst du auch eins? Ich bin am Verdursten. Und Maike, ich möchte gerne hier bleiben heute Nacht. Ich will auch gar nicht, dass du gehst. An dir ist wirklich ein Koch verloren gegangen. Erst die tolle Minestrone, jetzt frischen Fisch. Du verwöhnst mich. Jutta hat angerufen. Was wollte sie denn? Sie wusste gar nicht, dass du nach Eschweiler kommen wolltest. Du wolltest nicht mehr mit mir zusammen sein. Hätte ich dir denn sagen sollen, dass ich gar nicht weiß, wohin ich gehen soll? Ich sollte dich um 7 zum Bahnhof bringen, stimmt's? Aber du musstest gar nicht zum Zug. Ist das so wichtig? Ja. Mascha macht sich Vorwürfe. Sie meint, sie hätte bemerken müssen, was los ist. Aber das konnte sie gar nicht. Du warst offensichtlich ziemlich gut drauf, als sie dich noch gegen 6:30 besucht hat. Und noch etwas scheint mir merkwürdig. Du hast mir regelrecht eingetrichtert, dass ich pünktlich sein soll, obwohl du weißt, dass ich ein furchtbar pünktlicher Mensch bin. Was soll das? Was willst du? Das will ich dir sagen. Ich sollte dich finden, bevor die Tabletten wirken. Du hast alles ganz genau geplant, Livia. Nein. Wie kannst du nur so gemein sein? Maike ist todunglücklich. Ihre Komplexe sind übermächtig. Wird Björn sie jemals wirklich verstehen können? Und wie lange wird er noch Geduld mit ihr haben? Im nächsten Marienhof. Marienhof-Fans, aufgepasst! Das offizielle Magazin zur Serie. Jetzt im Handel.